Der Andrang vor Saal 3 des Landgerichtes in Darmstadt war groß, denn der erste Verhandlungstag im Mordfall Lareb K. stand an. Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Tochter Anfang des Jahres getötet zu haben, da sie sexuellen Kontakt mit ihrem Freund, mit dem sie nicht verlobt gewesen sei, gehabt habe. In der pakistanischen Kultur eine Schande. Um die Familienehre wiederherzustellen, sollte die 19-Jährige mit dem jungen Mann verheiratet werden. Dies scheiterte jedoch. Der Vater sah nur noch eine Möglichkeit: Mord. Wir haben mitgekriegt, dass die Tochter vorehelichen Geschlechtsverkehr hat. Das ist absolut, das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und die haben dann versucht, über die Gemeinde alles Mögliche zu regeln, Heirat zu arrangieren, was weiß was. Nichts hat geklappt. Und dann kommt der Brief: Kondome wurden geklaut. Das heißt, sie hat offensichtlich Geschlechtsverkehr gegen jedes Verbot und dann drehen sie durch. Laut Anklage erwürgte der Vater die Tochter in der Nacht zum 28. Januar. Nachdem die Eltern die Leiche ihrer Tochter angezogen hatten, transportierten sie diese mithilfe eines Rollstuhls in den Lift, dessen Kamera sie zuvor zugeklebt hatten, und dann in die Tiefgarage. Mit dem Auto brachten sie den leblosen Körper zu einem Waldstück am Stadtrand von Darmstadt, wo er entdeckt wurde. Die Mutter habe bei der Planung der Tat und der Beseitigung der Leiche geholfen. Wir gehen davon aus, dass es eine gemeinsame Tatplanung gegeben hat. Insofern geht jetzt die Anklage nach dem Ergebnis der Ermittlungen davon aus, dass es auch ein gleicher Tatbeitrag im Sinne eines Schuldgehalts ist. Diesen eigentlichen Würgevorgang hat der Vater zwar alleine ausgeführt, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Mutter damit nicht einverstanden ist. Es ist auch bei einer mittäterschaftlichen Begehung nicht erforderlich, dass jeder Täter jede Handlung eigenhändig ausführt. Die Ermittler waren den Eltern schnell auf die Spur gekommen. Der Vater hat die Tat bereits gestanden. 7 Verhandlungstage stehen noch bevor. Die Eltern bleiben bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.